Hallo zusammen, hier ist wieder euer Grisou und wir zocken Oxygen Not Included. Wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal angefangen haben. Aufgehört haben, Entschuldigung. Geht ja schon gut los. Was ich schon vorbereitet habe, ist, ich habe hier die Leitern zersetzt. Unsere Dupes sind unten im Schmutzwasser unterwegs. Das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen habe ich hier eine Ebene von Leitern errichtet und den Rest zerlege ich. Schauen wir mal, ob das dann funktioniert. Der Sinn dahinter ist, sie sollten dann von oben die Behälter befüllen. Des Weiteren habe ich hier die Leitern zerlegt, damit sie nicht verkeimt und schmutzig in ihre Schlafzimmer gelangen. Eventuell sollten wir auch hier noch einen Waschzuber aufstellen. Wieso eigentlich nicht? Ja, jetzt kommt er nicht nach oben. So. Und dann hätten wir das. Sehr schön. Der Waschzuber steht auch. Ich hoffe, einer reicht an dieser Stelle. Hier könnten wir noch den zweiten automatischen installieren. Natürlich mit Rohrleitung. Und dann kann der hier auch weg. Ja, dann ein zweites Bett wäre vielleicht nicht schlecht. In der nächsten Etage. Und eventuell ein bisschen Deko. Wobei wir haben noch nicht mal jemanden, der sich um die Dekoration kümmern kann. Wen haben wir denn da? Kreativität 3. Ja, wir müssten doch jemand haben, der als Vorliebe Kunst hat. Na, dann wird das wohl unser nächster Duplikant. Ja. Die Hedges gehen mir auch ziemlich auf den Nerv hier. Und dieses eine Wasserteil, das könnten wir mal versuchen rauszutricksen. Dann, wir haben überall verschmutzten Sauerstoff in der Basis. Das liegt wahrscheinlich an diesem Ausgangsrohr voll. Ausgangsrohr voll. Ich habe die Verbindung hier unten zerlegt. So. Ah, das ging gerade noch gut. Dann sollten wir natürlich schauen, dass wir diesen verschmutzten Sauerstoff hier oder das verschmutzte Wasser beseitigen. Oh, das hat sogar funktioniert. Ah. Natürlich.
So. Und dann hier zerlegen. Hier dampft auch der verschmutzte Sauerstoff. Und dann aufwischen. Dann können wir den Ziegel hier wieder reinsetzen und das Ganze wieder demontieren und dann haben wir unseren Tank sauber. Tja, hat besser funktioniert, als ich dachte. Außer dass ich natürlich die Pumpe zerlegt habe. Was ein Chaos. So. Gut. Dann sollten wir natürlich das verschmutzte Wasser hier unten auch aufräumen. Oh, bis diese Aufräumaufträge durch sind. Hier haben wir auch noch verschmutztes Wasser. Aber gerade in Benutzung. Und das Ei. So. Gut. Unsere Farm. An unserer Farm könnten wir natürlich auch die Isolation fertig machen. Machen wir auch gleich. Dazu mache ich hier den Acker fertig. Nein, nicht bis hier. Und dann ziehen wir die Isolation hier nach unten. Und hier kommt eine Luftschleuse rein, weil daneben habe ich die Hedgefarm im Kopf. So. Oh je, schaut euch das an. Das wird eine Ewigkeit dauern. Oh, Biodrucker. So, dann hoffentlich kriegen wir Verstärkung. Reinigung wäre schön, aber biogefährdet und narkoleptisch. Na, war ja klar. Kein Künstler. Wen nehmen wir? Nudelarme. Ja, das gefällt mir alles nicht. Ja, mir weisen die nochmal ab. Schweren Herzens. Schweren Herzens. Wie sieht es? Ah, Forschen läuft. Oh, wir haben da auch noch einen Haufen verschmutztes Wasser. Dass wenigstens das verschmutzte Wasser weg ist. Machen wir mal provisorisch noch ein paar Lufterfrischer. Überall verschmutzter Sauerstoff. Machen wir hier auch noch einen. Ich hoffe, unser Kompost ist bald mal durch. Dann können wir den auch beseitigen und sonst verlegen wir den. Gut, du gehst nach rechts. Nein, nach links. Was soll denn das? So. Einfach so, dass der Pfeil nach rechts zeigt. Isolation steht. Oh, hier oben sehe ich gerade. Hätte ich gern noch einen Zugang zu den Pinscher-Pfefferpflanzen. Ja, aber wenn wir das so machen, ist das besser. So.
Können wir das auch ernten? Ja, habt ihr gesehen? Können wir denn schon was kochen, wozu wir die brauchen? Ich glaube weniger. So, was steht noch auf dem Programm? Die Erkundung hier wollten wir noch machen. Fangen wir gerade mal an. Ja, das ist eine Mehlholz. Dann wird mich schon mal brennend interessieren, was hier drin ist. Na gut, das haben wir schon alles zur Ernte drin. Tiefer runter könnten wir eigentlich auch schon. Da ist auch noch verschmutztes Wasser. Das gibt's doch nicht. May. Er hat schon die verbesserte Tragfähigkeit und das übersteigt seine Moral. Ja, genauso wie bei Max. Aber die Tragfähigkeit wäre noch drin und das machen wir auch. Ja, Gesundheit, Gosman Gesundheit. Einmal nach unten. Ja, super. Das kommt weg, das kommt weg. Das kommt weg. Und dann machen wir hier gerade die Rutschstange noch bis unten. Ja, und die Leiter aber auch. Ja. So. Aber noch kein Geysir oder ähnliches. Also ich habe zumindest noch keinen entdeckt. Oh, auf die Fingerhutschilfe bin ich ganz scharf. Nach der Luftschleuse bauen wir hier eine Leiter und einen Weg hoch. Oder sollen wir von hier oben rangehen? Sieht hier kein technischer aus, sauber. Na, bin ich mir noch unsicher. Das ging schneller als gedacht. Algen haben wir echt reichlich. Dann können wir eigentlich hier auch aufmachen. Ich glaube, da kommen wir gar nicht überall ran. Komm, mach das hier auch sauber und zieh das noch ein Stück hier runter. So. Schön, hier füllen wir wieder Wasser ein. Eisen gibt es hier reichlich. Dann wieder so ein Obsidian-Vorkommen. Dornblüten wachsen auch, schön. Kalorien haben wir genug.
Ja, es sieht ja eigentlich bis jetzt ganz gut aus. Ja, die zwei kriegt er nicht. Die holen wir uns später. Ja, dann könnte ich mal anfangen, die Hedgefarm zu gründen. Achtundneunzig, 96 darf es, glaube ich, nur sein. Wir machen jetzt mal 84 Felder, das muss ja eigentlich genug sein. Nein, nein. 91. So, schauen wir noch mal nach. Der Stall. 96, ja, dann sind wir ja gut dabei. Nehmen wir da normale Ziegel. Ja, oben isolierte, würde ich sagen. Dann brauchen wir hier Leitern. Ich glaube, das reicht. Und hier machen wir eine normale Türe rein. Türe, Tür. Und ein Ziegel. Auf den Sand sollte ich besser aufpassen. Wie sieht's denn Sauerstoff aus? Oh, sieht sehr gut aus. Da müssen wir uns noch keine Sorgen machen. Ja, sieht so aus, wie das meiste schmutzige Wasser endlich beiseite geräumt wurde. Hier unten noch ein bisschen. Oh, unsere Forschung ist beendet. Wir könnten Schutzanzüge bauen. Dazu fehlt uns jetzt noch der Sauerstoff in die Leitung. Das gibt dann das nächste Projekt, einen Sauerstoffraum. Nehmen wir doch die verbesserte Sanitärtechnik. Ja, und danach eventuell was mit Energie. Oder Landwirtschaft wäre auch nicht schlecht. Ja, sehen wir dann. Das nächste Ei. Unglaublich, wie viele Hatches hier sind. Dann brauchen wir hier einen Tieraussetzer. Wir haben auch noch keinen Pfleger. Egal, die Station machen wir trotzdem schon mal rein. Dann brauchen sie zu essen. War das nicht auch hier? Jawohl. Ja. Der kommt hierher. Gut. Dann muss das nachher alles hier noch aufgeräumt werden.
Genau, er kommt natürlich jetzt nicht mehr zurück, außer er macht sich hier alles frei. Das wird schon werden. Hier sieht es auch gut aus. Hier stellen wir schon mal ein. Hatchling. Und unser Biodrucker ist wieder soweit. Hoffentlich gibt es diesmal jemand. Maulwurf-Hände schneller lernen, das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Kreativität ist jetzt nicht dabei. Aber ich glaube, Banhee nehmen wir rein. Hi Banhee. Wir haben Fertigkeiten zu verteilen. Tragfähigkeit. Graben. Oh Mann. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal die Tragfähigkeit. Na, Hut kriegt er noch keinen. Ari. Du bekommst die verbesserte Landwirtschaft und wirst dann unser Viehzüchter. Unser erster Viehzüchter. May bekommt das verbesserte Kochen. Ja. Und Max ist immer noch gestresst. Gut. Weiter geht's. Hoffentlich holen sie ihn hier noch raus. Sonst setzen wir hier die Priorität mal höher, kurzzeitig. Holt mal euren Kollegen hier raus. Dann geht doch. Oh, unsere Lagerbehälter sind auch bald voll. Das heißt, wir sollten uns um noch ein Lager kümmern. Wo hauen wir das hin? Gute Frage. Der Raum nimmt Gestalt an. Natürlich hat sich der Wasserstoff hier drin extrem verteilt. Dieses kleine Eckchen, ich hätte schauen sollen, wie viel da Druck drauf war, aber na, haben wir jetzt halt so. Gut. Schmutzwasser liegt hier immer noch rum. Das ist nicht so gut. Unzureichende Sauerstoffproduktion. Okay. Ja, dann würden wir uns darum kümmern. Aber sieht eigentlich nicht schlecht aus. Na, ich lasse das mal. Unsere Headfarm nimmt Gestalt an. Ja,
gut. Es gibt noch so viel zu tun. Und wie es genau weitergeht, das seht ihr dann beim nächsten Mal. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Euer Grisou. Ciao.